Hofe des Königs von Eternia herrschte fröhliches Treiben. Zahlreiche Gäste waren aus den verschiedensten Gebieten des Planeten gekommen. Seit Wochen schon hatte Skeletor sich friedlich gezeigt. Und so schien es, als sei endlich Ruhe eingekehrt. Als habe der Herr des Bösen endlich eingesehen, dass er die Macht über Eternia nicht erringen konnte. Adam! Prinz Adam! Ja, Orko, was ist denn? Warum bist du so aufgeregt? Es ist ein so schöner Tag. Und es sind so viele liebe Leute im Palast. Ich fühle mich einfach wohl. Das sehe ich, Orko. Du schwebst ja wenigstens einen halben Meter höher als sonst in der Luft. Tatsächlich? Oh, das war nicht meine Absicht. Dann werde ich mal lieber wieder runterkommen. So, ist es so besser? Ausgezeichnet, Orko. Jetzt bist du wieder ganz der Alte. Ja, der bin ich, Adam. Habe ich dir eigentlich schon von meinem neuen Zaubertrick erzählt? Du hast einen neuen Zaubertrick, Orko? Welchen denn? Ich kann eine Maus herbeizaubern. Eine Maus. Aber Orko, wer will denn eine Maus haben? Wir sind doch alle froh, dass es keine Mäuse im Palast gibt. Aber es ist keine gewöhnliche Maus. Diese ist klitzeklein und sie kommt direkt aus meiner Heimat, Drolan. Dann schwebt sie vermutlich ebenso in der Luft wie du. Das werde ich dir gleich zeigen. Pass auf. O Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Alle Katzen beschützen dieses Haus. Erlaube nur eine kleine Maus. Orko, was hast du getan? Bei allen Göttern Drolans, ein Pferd. Was für ein prachtvolles Pferd. Ich habe damit nichts zu tun. Dieses Pferd habe ich nicht herbeigezaubert. Ich nicht. Es ist ein Robotpferd. Es hat metallene Beine und einen gepanzerten Körper. Wo kommt dieses Pferd her? Orko, du musst es wissen. Ich weiß es aber nicht. Eine gelungene Überraschung, Prinz Adam, nicht wahr? Man at Arms hat ein Pferd gebaut. Oh, was für ein Pferd! Das ist ja unglaublich. Ein Maschinenpferd. Man at Arms? Du hast dieses prachtvolle Pferd gebaut? Natürlich. Wer sonst könnte so ein Pferd konstruieren, wenn nicht der Waffenmeister? Es ist großartig. Freut mich, dass es euch gefällt. Ich habe das Robotpferd Stridor genannt. Eine gelungene Überraschung, Man at Arms. Und ich dachte schon, ich hätte mit meinem Zauberspruch das Pferd herbeigeholt. Ja, das hättest du natürlich tun können, Orko. Ich kenne keinen mächtigeren Zauberer als dich. Keinen mächtigeren als mich? Ja, Man at Arms, da hast du natürlich recht. Den gibt es auch nicht. Im ganzen Universum nicht. Ich, Orko, bin... Au! Was ist Orko? Au! Eine Wespe hat mich gestochen. Au! Schon wieder eine! Es kommt immer mehr! Es gibt ja Tausende! Gutes Willen, was ist los? Wo kommen all die Wespen her? Lauft in den Palast! Schnell! Schließt Fenster und Türen! Sie stecken! Hilfe! Hilfe! Edwin, soll ich es mit einem Zauberspruch versuchen? Nein, Orko, komm rein, schnell! Ja, schnell! Einige Wespen sind mit hereingekommen. Schlagt sie tot, bevor sie euch stechen können. Ja, gut so. Wo kommen nur diese Wespen her? Wieso greifen sie uns an? Man at Arms, du sprichst von einem Angriff? Aber ich bitte dich. Wir müssen mit Bassow reden. Er muss uns helfen. Seht doch nur, die Wespen versuchen durch die Fenster zu kommen. Und es werden immer mehr. Es fällt kaum noch Licht durch die Scheiben. Mach das Licht an. Man kann ja nichts mehr sehen. Das ist eine gute Idee, Orko. Was meinst du, Man at Arms? Du hast vorgeschlagen, Bassow, den Herrn der Wespen zu Hilfe zu rufen. Das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, die wir haben. Ja, und das muss schnell gehen. Die Wespen bringen uns um. Sieh dir diese beiden Frauen an, Man at Arms. Sie sind von mehreren Wespen gestochen worden. Jetzt kümmert sich ein Arzt um sie. Wenn wir nichts unternehmen, brauchen wir bald alle ärztliche Hilfe. He-Man muss uns helfen. He-Man? Was kann er schon gegen Wespen tun? Er kann sie nicht mit seinem Schwert vertreiben. Gegen Insekten kann auch er nichts ausrichten. Das ist dein Plan, Skeletas. Ja, er greift uns durch diese Wespen an. Man at Arms? Orko, kommt mit. Wir gehen nach nebenan, wo wir allein sind. Was hast du vor, Adam? Ich werde hinausgehen und Bassow suchen. Orko hat recht.
Ohne den Herrn der Wespen erreichen wir nichts. Du kannst nicht hinausgehen, Adam, auch nicht als He-Man. Die Wespen würden dich töten. Oh nein, das können sie nicht, wenn ich den Tellenfighter nehme. Der Raumgleiter hat eine geschlossene Kabine, in die die Wespen nicht eindringen können. Und er ist so schnell, dass sie ihm nicht folgen können. Ich begleite dich, wenn es dir recht ist, Adam. Ich komme auch mit. Ja, dann wird es eng im Raumgleiter. Aber wahrscheinlich ist es besser, wenn ihr mitkommt. Wir starten von Point Red. He-Man, Man-at-Arms und Orko starteten mit dem Talonfighter und entfernten sich rasch vom Palast. Aus der Höhe sahen sie, dass ihnen weit mehr Wespen belagerten, als sie gedacht hatten. Millionen und Abermillionen der Insekten versuchten, durch Türen und Fenster in den Palast zu kommen. Niemand hätte sie mit einer Waffe in der Hand besiegen können. Wir müssen uns beeilen. Wenn es den Wespen erst einmal gelingt, in den Palast zu kommen, gibt es eine Katastrophe. Wo finden wir was auf? Im Süden, in den Mystic Mountains. Dort ist das Reich der Wespen. Gut, wir können in wenigen Minuten dort sein. Wir sind auf dem richtigen Kurs. Ich möchte wissen, wie Skeletor es angestellt hat, dass die Wespen über uns herfallen. Seit wann hat er Macht über Insekten? Ich weiß es nicht, Man-at-Arms, aber ich hoffe, dass wir es bald herausfinden. Ich könnte eine Zauberkugel herbeirufen. Wenn wir hineinschauen, sehen wir, was passiert ist. Nicht nötig, Orko. Da vorne ist der hohe Wespenfelsen. Und obendrauf ist die Kuppelburg von Bassoff. Ich lande neben der Kuppel. Achtung! Festhalten! Von Bassoff ist nichts zu sehen. Er wird herauskommen, wenn er uns hört. Bis jetzt regt sich nichts. Bassoff scheint nicht da zu sein. Bassoff? Hey, Bassoff, wo bist du? Hier, Man-at-Arms, hier bin ich. Das ist nicht Bassoff. Das ist Skeletor. Und Beastman. Geht in Deckung. Sie haben Laserwaffen. Eine Falle. Sie haben uns eine Falle gestellt. Skeletor hat den Tellenfighter getroffen, Riemen. Der Tellenfighter stürzt ab. Der Tellenfighter ist verloren. Er ist in der Tiefe explodiert. Riemen, das ist dein Ende. Skeletor und Beastman fliehen mit dem Rotor. Wir müssen sie aufhalten. Das können wir nicht. Gegen ihre Laserwaffen richten wir nichts aus. In ein paar Minuten kommen die Wespen. Tausende, Millionen. Sie werden dich töten. Denn du hast keine Waffe gegen sie. Und du kannst diesen Felsen nicht mehr verlassen. Das ist das Ende, Liebe. Das Ende. Skeletor umkreiste den Wespenfelsen, der sich als 200 Meter hohe Felssäule aus der Ebene erhob. Triumphierend blickte er auf He-Man, Man-at-Arms und Orko hinunter. Wir haben sie gefallen, Beastman. Wir haben sie. Jetzt ist es aus mit He-Man und seinen Freunden. Aus und vorbei. Gegen Millionen von Wespen hilft kein Schwert. Ja, es ist vorbei. Wirf jetzt die Bomben. Ja, die Bomben. Skeletor. Ja, was ist? Welche Bomben? Welche Bomben? Hast du den Verstand verloren? Die Honigbomben. Ja, die Honigbomben. Ja, ich werfe die Honigbomben. Aber pass auf, Beastman. Du musst die Plattform treffen, auf der He-Man, Man-at-Arms und Orko stehen. Ja, Skeletor. Warum denn? Beastman, du bist der größte Dummkopf, der mir je begegnet ist. Ja, also, pass auf. Ich erkläre es dir noch einmal. Der Honig soll die Plattform hoch oben auf dem Wespenturm bedecken. He-Man und Man-at-Arms sollen im Honig warten, wenn Millionen und Abermillionen von Wespen kommen. Und den Honig fressen. Nein, sie sollen den Honig nicht fressen. Der Honig soll sie nur anlocken und aggressiv machen. Sie sollen He-Man, Man-at-Arms und Orko stechen, verstehst du? Sie sollen die drei töten. Und der Honig? Auch den können die Wespen von mir aus anschließend fressen. Jetzt wirf endlich. Ja, ich werfe.
mal naschen. Nein, Beastman, nein! Warum nicht, Skeletor? Och, du machst mich wahnsinnig mit deiner Dummheit. Weil der Honig die Wespen wild und aggressiv macht. Wenn du von dem Honig naschst, greifen die Bienen dich an. Mich? Oh nein. Schnell weg damit! So, ich habe die Honigbomben abgeworfen. Sieh doch, Skeletor, sie fallen genau auf die Plattform. Sie fallen darauf zu. Hoffentlich treffen sie. Eine Sekunde noch. Jetzt. Ja, 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 hurra! Ja, getroffen! Die Männer und meine Damen stehen im Honig. Jetzt können die Wespen kommen. Das ist das Ende für He-Man. Das Ende. He-Man und Man-at-Arms standen neben der Kuppelburg von Bas-Off. Überall war Honig. Sie konnten ihm nicht entgehen. Nur Orko schwebte sicher über dem Boden. Es muss etwas geschehen, He-Man. Sehr schnell. Bald werden die Wespen kommen, angelockt von diesem Honig, und dann wird es gefährlich für uns. Es sieht so aus, als hätte Skeletor gewonnen. Können wir nicht in die Burg gehen und uns dort verstecken? Nein, eben nicht, Orko. Sieh doch selbst. Die Burg hat keine Türen und durch die Fenster streicht die Luft herein. Die Wespen könnten uns überall hin folgen. Orko, du musst uns helfen. Ja, ja, ich überleg ja schon. Oh, ich weiß, ein Zauber. Ich bin der größte Zauberer des Universums. Ich hätte eigentlich schon lange drauf kommen sollen. Lass dir schnell etwas einfallen, Orko. Siehst du die Wolken da hinten? Die dunklen Wolken? Oh ja, ich sehe sie. Meinst du, es wird regnen? Das sind keine Regenwolken, Orko. Das sind Wespen. Millionen von Wespen. Und sie kommen alle hierher. Oh, dann muss ich mich wirklich beeilen. Oh, Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Gibt es Honig in solcher Fülle? Schützen soll euch eine Hölle. Oh, oh. Orko, das sind zwei Badehosen. Was sollen wir mit Badehosen? Och, die sollen euch schützen. Ich dachte eigentlich an ein feines Netz, aber... Orko, sie schützen uns doch nicht vor den Wespen. Schnell, Orko, die Wespen kommen. Wir müssen etwas tun. Ich beame mich zum Palast. Vielleicht fällt dem König etwas ein. Oder Teela. Oder Ramen. Ich bin gleich zurück, ganz bestimmt. Bis gleich. Er ist weg. Ja, und wir sind allein. Was können wir tun, He-Man? Ich weiß es nicht, meine Damen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich fürchte, jetzt hat Skeletor den Kampf wirklich gewonnen. Der Einzige, der uns helfen könnte, ist Bas-Off. Aber der ist nicht hier. Er ist verschwunden. Skeletor muss ihn in seine Gewalt gebracht haben. Denn sonst wären die Wespen niemals über uns hergefallen. Bas-Off ist unser Freund. Zu spät, Man-at-Arms. Jetzt kann uns nur noch ein Wunder retten. Orko beamte sich in den Palast des Königs, in dem es mittlerweile ruhiger geworden war. Helles Sonnenlicht fiel durch die Fenster herein und von den Wespen war nichts mehr zu sehen. Es ist vorbei. Die Wespen sind abgezogen. Du meine Güte, habe ich eine Angst gehabt. Es war entsetzlich. Oh ja. Wie konnte das nur geschehen? Wo ist der König? Wo ist Teela? Oder hat jemand von euch Ramen gesehen? Orko, wo kommst du her?
Bitte, Cat, He-Man ist in Schwierigkeiten. Ich muss ihm helfen. In Schwierigkeiten? He-Man? Wo ist er? Ich schlage ihn heraus. Kein Problem. Nein, nein, du kannst ihm nicht helfen. Ich brauche jemanden, der fliegen kann. Ich meine nicht selbst, sondern mit einer Flugmaschine. Verstehst du? Wo ist Tila? Oder Man-E-Faces? Oder hast du Stratos gesehen? Nein, aber Rayman ist dort drüben. Komm! Ja, ja, schnell hin zu ihm! Orko, du bist hier? Tila, gut, dass du da bist. Ich wollte zu Rayman, aber du kannst He-Man und Man-At-Arms vielleicht noch viel eher helfen als er. Was soll ich tun, Orko? He-Man und Man-At-Arms sind auf dem Honigberg. Nein, nicht auf dem Honigberg. Ich meine, auf dem Wespenfelsen. Und der ist voller Honig und lockt die Wespen an. Ich verstehe. All die Wespen, die eben noch hier beim Palast waren, sind jetzt am Wespenfelsen. Aber was wollten die beiden dort? Was die beiden wollten? Natürlich mit Bassoff reden. Mit Bassoff? Aber der ist doch nicht dort. Ich habe ihn vor einer Stunde hier im Palast getroffen. Er hat mir erzählt, dass er ins Drachenland wollte. Er ist im Drachenland? Egal, Prinzessin. Jetzt musst du den Wind Rider nehmen und sofort zum Wespenfelsen fliegen. Wenn du noch länger wartest, sind die beiden tot. Aber im Wind Rider ist zu wenig Platz für He-Man, Man-At-Arms und mich. Das ist egal. Dann müssen sich He-Man und Man-At-Arms eben irgendwo an der Maschine festhalten. Das ist immer noch besser, als von Tausenden von Wespen zerstochen zu werden. Du hast recht. Ich starte sofort. Und ich beame mich zu den beiden, um ihnen Bescheid zu sagen. Beeil dich, Tila, beeil dich! Es geht um jede Sekunde. Orko kehrte zu He-Man und Man-At-Arms zurück, die verzweifelt auf dem Wespenfelsen ausharrten. Sie schlugen um sich, denn die ersten Wespen waren bereits herangekommen und stürzten sich auf sie. Orko, warum kommt denn niemand? Tila ist schon gestartet. Sie muss jeden Moment hier sein. Sie nimmt den Wind Rider. Ah, da kommt sie ja schon, diese Wespe. Geht ihr weg, das Schwerbar. Hilft nicht gegen sie. Tila! Tila, beeile dich, gleich ist es zu spät. Au, der Beine gestochen. Aufpassen, Tila kommt. Sie wird gar nicht erst landen. Wir müssen aufspringen. Ja. Meine Arms. Keine Sorge, halte mich gut fest. Ich mache das schon. Ja, Achtung. Jetzt. Und ich auch. Weiter, Tila, weiter. Festhalten! Festhalten! Und ich? Vergiss mich nicht! Tila! Ich kann mich ja selbst in Sicherheit bringen. Nun aber los! Jetzt wird es Zeit. Tila landete mit He-Man und Man-At-Arms, dem Waffenmeister von Eternia, am Rande des Drachenlandes. Viel weiter hätte sie auch nicht fliegen dürfen, denn die beiden Männer konnten sich kaum noch außen am Windrider halten. Ein Glück, dass du gelandet bist, Tila. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich musste so weit fliegen, Man-At-Arms. Oder wir wären den Wespen nicht entkommen. Ja, ja, das sehe ich ein. He-Man, und wie geht's dir? Ich bin in Ordnung, Tila. Ich weiß nur nicht, wie es weitergehen soll. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Wespen sich von nun an friedlich verhalten. Zurzeit ist nichts von ihnen zu sehen, aber du hast recht. Das hat wenig zu bedeuten. Es kann jederzeit wieder losgehen. Ja, wir sollten uns hier nicht allzu lange aufhalten. Es ist gefährlich in dieser Gegend. Hier gibt es Drachen, mit denen wahrhaftig nicht zu spaßen ist. Hallo, Orko. Bist du auch schon da? Schon? Die Wespen haben mich gejagt.
Sie waren alle hinter mir her. Ich musste mich von einem Ort zum anderen beamen. Hast du es nicht mit einem Zauberspruch versucht, Orko? Aber ja doch, das hab ich. Soll ich es euch mal zeigen? O Orko aus dem Zauberland, reiche mir deine helfende Hand. Honig, Zucker und Marmelade. Nein, Orko, das kann nicht gut gehen. Ist auch nicht gut gegangen, Himen. Die Wespen haben mich gestochen in den... Nein, also das sage ich nicht. Ich sage nicht, wohin. Ich sitze ja so selten drauf. Aufpassen! Der Drache! Der greift an! Hüte dich, Drache. Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft. Wir müssen den Drachen vertreiben. Das werden wir auch. Pass auf! Der Drache schreit Feuer! Das nützt ihm auch nichts. Wartet, ich helfe euch! Ja. Reich mir deine helfende Hand. Das Feuer ist zu heiß. Drum kühle dich. Speier Eis. Was ist denn mit dem Drachen los? Wasser sprudelt aus seinem Maul. Der Drache hechelt ja, als ob er am Verdursten wäre. Das ist er ja auch. Entschuldigt, eigentlich sollte er ja Eis spucken. Aber dafür ist es wohl zu warm. Wasser ist doch auch nicht schlecht, oder? Immer noch besser als Feuer. Der Drache trinkt das Wasser, das er ausgespuckt hat. Ich habe Durst. Lasst mich. Ich habe Durst. Ich verdurst. Dann verschwinde endlich. Geh rüber zu dem Fluss dort. Da ist Wasser genug. Gewinnen kannst du sowieso nicht gegen uns. Ja, das sehe ich ein. Ich gehe. Ich habe Durst. Hey, Drache. Geh noch nicht. Wir haben noch eine Frage. Noch eine Frage? Ja, was ist das? Wir suchen Bassoff, den Herrn der Wespen. War er hier? Ja, er war hier, ganz in der Nähe. Ich muss trinken. Ich habe Durst. Ich verdurst. Hey, lauf noch nicht weg, Drache. Er hört nicht, meine Damen. Er will nur noch trinken. Lass ihn. Wir brauchen ihn nicht mehr. Wir wissen, dass Bassoff hier in dieser Gegend gewesen ist. Wir werden schon eine Spur von ihm finden. Die habe ich schon, glaube ich. Was hast du, Orko? Eine Spur von Bassoff. Ich glaube, ich habe eine Spur gefunden. Was für eine Spur, Orko? Hier, seht doch. Hier liegt ein Stiefel. Und das sieht aus wie ein Stück von seinen Flügeln. Ja, du hast recht, Orko. Das könnte von Bassoffs Flügeln sein. Und das sind Kampfspuren. Was für seltsame Spuren, Himen. Mit wem kann er denn gekämpft haben? Mit einem Drachen? Nein, das glaube ich nicht. Dies sind Fußabdrücke eines Mannes. Aber hier liegen Schuppen, die wahrscheinlich von einem Drachen stammen. Unheimlich. Dieses Wesen muss halb Mensch, halb Drache gewesen sein. Und es hat Bassoff besiegt. Wir müssen ihm helfen. Das werden wir auch, Tila. Wir müssen der Spur folgen. Es sieht so aus, als hätte dieses fremde Wesen Bassoff getragen. Seine Füße haben sich tief in den Boden eingedrückt. Wir lassen den Windrider hier stehen. Kommt, wir wollen keine Zeit verlieren. He-Man, Man-at-Arms, Teela und Orko drangen tiefer in das Drachenland ein. Immer wieder sahen sie gefährliche Tiere, denen sie jedoch stets rechtzeitig ausweichen konnten. Und dann sahen sie steil aufragende Felsen, aus denen ihnen unheimliche Geräusche entgegenhallten. Das hört sich ja entsetzlich an. Was kann es sein? Ich weiß nicht. Ich finde, wir sollten uns ganz schnell wegbeamen. In dieser Gegend ist es viel zu gefährlich für uns. Wir dürfen nicht umkehren, Orko. Irgendwo muss Bassoff sein. Und wir müssen ihm helfen. Der Boden wird felsig. Die Spur ist kaum noch zu erkennen. Sie führt in die Schlucht, Teela. Wir brauchen nur der Schlucht zu folgen, dann finden wir den Herrn der Wespen. Hoffentlich kommt es nicht umgekehrt. Wenn die Wespen uns hier finden, ist es aus mit uns. Achtung! Da kommt etwas. Hinter den Felsen bewegt sich etwas. Fahrzeug, das ich je gesehen habe. Er sieht aus wie ein kriechender Drache. Und dieser Mann, der drauf sitzt, entsetzlich.
Er ist tatsächlich halb Mensch, halb Drache. Jetzt hat er uns gesehen. Himmel, da ist noch jemand. Eine schwarze Gestalt. Sie sieht aus wie eine Schlange auf zwei Beinen, wie eine Kobra. Wie sie uns ansieht. Oh, ich glaube, ich vertreibe sie mit einem Zauberspruch. Orko, aus dem Zauberland. Nein, Orko, nicht. Lass mich nur machen. Hört mich an, Fremde. Was willst du hier, He-Man? Dies ist das Drachenland. Mein Reich, in dem niemand etwas zu suchen hat, dem ich nicht erlaubt habe, herzukommen. Wer bist du? Ich bin Weiplesch, der Krieger aus dem Drachenland. Und das dort ist Kobra Khan, der Meister der Schlangen. Ich verstehe. Du bist derjenige, der mit Bassoff gekämpft hat. Wir haben die Spuren des Kampfes gesehen. Wo ist er? Bassoff in Sicherheit. Und da wird er auch bleiben. Oh nein, Weiplesch. Du wirst ihn herausgeben. Das werde ich nicht. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Skeletor! Beastman! Triklops, kommt heraus aus eurem Versteck. Wir zeigen He-Man, was wir von ihm halten. Auf ihn! Schlagt sie nieder! Sie sind den Wespen entkommen. Aber wir erledigen sie. Du wirst niemals siegen, Skeletor. Auch die Kreaturen des Bösen werden dir nicht zum Sieg verhelfen. He-Man, du Narr, zum zweiten Mal bist du mir in die Falle gegangen. Dieses Mal wirst du nicht daraus entkommen. Das wird sich zeigen. He-Man, pass auf! Der Drachenmann schlägt mit seinem Schwanz. Dieser Teufel, er wird uns besiegen. Tila, zieh dich vor. Kobra Khan verspritzt Gift. Ja, schlagt sie. Schlagt sie in die Flucht. He-Man, hilf mir. He-Man, Tila ist verletzt. Zurück. Zieht euch zurück. Wir werden uns nicht entgehen. Zurück jetzt. Du willst aufgeben, Skeletor? Nein, nicht aufgeben. Wir greifen sie wieder an, aber nicht jetzt. Komm, Kobra Khan, Beastman, Triklops, ihr ebenfalls. Komm. Sie flüchten, He-Man. Wir haben sie in die Flucht geschlagen. Ja, Man-at-Arms. Skeletor und seine Bestien sind davongelaufen. Aber ich weiß nicht, ob wir uns über diesen Sieg freuen dürfen. Tila ist verwundet. Sie liegt auf dem Boden und rührt sich nicht mehr. Tila? Tila? Was ist mit dir? Oh, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Was denn, Orko? Sie hat mit diesem schwarzen Scheusal Kobra Khan gekämpft. Und dabei ist sie mit seinem Gift in Berührung gekommen. Seht doch, hier am Hals hat es sie getroffen. Sie atmet ja kaum noch. Glaubt ihr, dass sie stirbt? Wir wissen nicht, wie stark das Gift ist. Sie muss sofort zu einem Arzt. Aber bis wir beim Windrider sind, ist es vielleicht zu spät. Ich werde es mit einem Zauberspruch versuchen. Nein, Orko. Damit kannst du ihr auch nicht helfen. Ich bin ein großer Zauberer, He-Man. Ich weiß, es gelingt mir nicht immer alles. Hin und wieder kommt es anders, als ich eigentlich wollte. Aber jetzt nicht. Ich bin ganz vorsichtig. So behutsam, wie ich noch nie zuvor in meinem Leben war. Dann versuch es, lieber Freund. Ich weiß, dass du es gut meinst. Wir drücken dir die Daumen, Orko. Gut. Danke. Bitte, fang an. O Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Tila, das Gift aus deinem Körper strebt. Die Prinzessin von Eternia, sie lebt. Orko, dein Zauber wirkt. Er wirkt. Sieh doch, Tila atmet. Sie schlägt die Augen auf. Sie lebt. Danke, Orko, danke. Tila, wie fühlst du dich? Ich bin so schwach. Das Gift hat mich getroffen. Oh, was für eine Bestie, dieser Kobra Khan. Oh, sie ist wieder ohnmächtig geworden, Orko. Du musst es noch einmal versuchen, es war noch nicht genug. Dein Zauber wirkt, aber Tila braucht noch ein bisschen mehr davon. Nein, Man-at-Arms. Sie wird sich schon wieder erholen. Wir lassen sie nicht aus den Augen. Jetzt legen wir sie auf das Fahrzeug von diesem Weiplash. Glaubst du, dass du damit umgehen kannst? Kein Problem, He-Man. Ich werde es schon schaffen. Wir werden das Fahrzeug Dragonwalker nennen, weil es sich fast so bewegt wie ein Drache. Wie dumm von Weiplash, es so einfach aufzugeben. Damit hätte er doch viel schneller fliehen können. Er hat den Dragonwalker zurückgelassen.
Wenn das nur nicht wieder ein Trick ist. Kommt, legt Thieler in diesen Sitz. Ja. Hoffentlich erholt sie sich bald wieder. So. Und jetzt weiter, Man-at-Arms. Ich werde nebenher laufen. Und ich werde fliegen, wie immer. Und dabei die Augen offen halten, Orko. Du musst uns warnen, wenn Skeletor und Whiplash wieder auftauchen sollten. Ich bin sicher, dass die beiden uns in eine Falle locken wollen. Seid ihr fertig? Du kannst starten, Man-at-Arms. Jetzt muss es schnell gehen. Thila muss bald zu einem Arzt. Dann los. Wir werden Skeletor nicht in die Falle gehen. Ganz bestimmt nicht. Weit drinnen in der Schlucht war Skeletor mit seinen Helfern in einer Höhle versteckt. Er wartete darauf, dass He-Man mit seinen Freunden kam. Längst hatte er die Enttäuschung darüber verwunden, dass He-Man nicht Opfer der Wespen geworden war. Aber er hatte nicht aufgegeben. Er würde niemals aufgeben, denn er wollte die Macht über Eternia. Sie gehen uns in die Falle. Sie kommen immer näher. Du wirst siegen, Skeletor. Ja, ja. Ich werde Herr über Eternia sein. Wenn He-Man tot ist, steht mir der Weg zur Macht offen. Warum sind wir weggelaufen, Skeletor? Wir hatten doch schon fast gewonnen. Ach, das verstehst du nicht, Whiplash. Ja, es sah so aus, als könnten wir den Kampf gewinnen. Aber es sah nur so aus. He-Man ist ein gewaltiger Kämpfer. Er ist nicht so einfach zu überwinden. Und jetzt haben sie das Drachenfahrzeug. Ja, es führt sie direkt in den Tod. Ich höre sie kommen. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Und was passiert, wenn sie in der Falle sind, Skeletor? Was dann passiert? Beastman, dann werden die Wespen noch einmal angreifen, aber dieses Mal gibt es keine Rettung für He-Man. Bashaf ist gefangen und keiner kann sie mit einem Flugzeug aus der Falle holen. Nein, die Schlucht ist so eng, dass kein Flugzeug hineinfliegen kann. Du bist klug, Skeletor. Sehr klug. Ja, ich bin klug, Beastman. So klug, wie du Narr niemals sein wirst. He-Man, Man-at-Arms, Orko und Thila drangen mit dem Dragonwalker tiefer und tiefer in die Schlucht ein. Das merkwürdige Fahrzeug wurde immer schneller, so als würde es von einer unsichtbaren Kraft gezogen. Warte, Man-at-Arms! Halte an! Halten, He-Man! Der Dragonwalker gehorcht mir nicht. Der marschiert weiter, obwohl ich beide Bremsen angezogen habe. Dann spring ab, Man-at-Arms! Spring ab! Komm runter von dem Fahrzeug, bevor wir am Fluss sind. Ich kann nicht. Ich kann Thieler nicht allein lassen. Warte. Ich nehme sie dir ab. Ich komme hoch zu dir. So. Und jetzt Thieler. Ja. Passt auf. Passt auf. Da vorne ist Whiplash. Und das Kobra kam, das Scheusal. Eine Falle. Wir stürzen. Die Felsen brechen ein. Haltet euch fest. Amen. Alle schnappt zu, seht ihr. Jetzt seid ihr in diesem tiefen Loch gefangen und niemand holt euch wieder heraus. He-Man, was ist das? Was sind das für Körbe, die Skeletor zu uns herunterlässt? Skeletor, du Teufel! Jetzt sehe ich es. In den Körben sind die Königinnen der Wespen. He-Man, sie werden alle Wespen anlocken, die es im Umkreis von vielen Kilometern gibt. Ja, Man-at-Arms. Ja, genau das ist es. Und dieses Mal werdet ihr ihren tödlichen Stacheln nicht entgehen. Orko, bitte, kümmere dich um Thila. Sie braucht deine Hilfe. Die ersten Wespen kommen. He-Man, warum nimmst du nicht dein Schwert? Schlage die Wespen. Nur los doch. Es sind ja nur wenige. 100, 200. Oh, da kommt ein ganzer Sparren. Skeletor, warte nur, bis ich hier herauskomme. Bis du herauskommst. Das wird nie mehr der Fall sein, He-Man. Nie mehr. Orko, du musst...
Oh Gott! Er ist geflüchtet. Jetzt ist es aus. Er ist der Einzige, der uns noch helfen könnte. Oh, die Westen stehen! Sie sind wie wahnsinnig! Aber Hieber! Der Königin macht sie verrückt! Hieber! Was können wir denn tun? Hieber, wir müssen doch was tun! Orko, der Trolaner, war keineswegs geflohen. Er hatte sich bis in die Nähe Skeletas gebeamt. Jetzt blickte er sich suchend um. Irgendwo muss Bassoff sein. Skeletor hat ihn hier irgendwo versteckt. Ich flieg mal in diese Höhle. Vielleicht habe ich Glück. Oh, willst du mich mal nicht stechen? Oh, nein, lass mich. Au, diese Wespen. Was? Bassoff, wo bist du? Melde dich doch. Au! Was? Bassilein! Wer ruft mich? Hier bin ich! Oh, Bassoff! Bassoff, da bist du! Orko! Orko, mein Freund, befreie mich! Hole mich aus diesem Loch heraus, in das Skeletor mich gesperrt hat! Öffne das Gitter! Und ob ich das tue, Bassoff? Ich hab dich ja so gesucht! Wir brauchen ganz dringend deine Hilfe! Tausende von Wespen fallen über He-Man, Man-at-Arms und Teela her. Oh, und mich haben sie auch gestochen. Was? Meine Wespen? Die tun sonst niemandem etwas zuleide. Daran ist Skeletor schuld. Er hat sie verrückt gemacht. Schnell, öffne das Gitter. Und das geht nur mit einem Zauberspruch. Warte. O Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Ich wünsche es mit ganzer Kraft. Zu Ende sei die Gefangenschaft. Juhu, ich habe es geschafft. Ich bin der größte Zauberer des Universums. Ja, ja, du bist der Größte. Aber nun sage mir schnell, wo unsere Freunde sind. Da draußen? Ja, ja, wir müssen uns beeilen. Schneller. Wir sind gleich draußen. Hörst du die Wespen? Ja, ja, ich höre meine Wespen. Um Himmels Willen, was machen sie denn mit He-Man? Nein! Zurück, ihr Wespen! Lasst meine Freunde in Ruhe! Ich, Bassoff, befehle es euch! Zurück! Skeletor, Bassoff ist frei! Bassoff! Orko hat ihn befreit! Skeletor, dafür wirst du büßen! Was hast du vor, Bassoff? Oh, ich verstehe. Die Wespen lassen von He-Man und Man-at-Arms ab. Jetzt greifen sie Skeletor und seine Leute an! Was abgenommen? Bitte nicht! Lauf, Skeletor, lauf! Noch. Ja, die Wespen sollen dich jagen. Dich und deine Spieß gesehen. Bitte, pass auf. Cobra Khan, Beastman, weiter. Schnell, wir springen ins Wasser. Dahin können uns die Wespen nicht folgen. Schnell. Sie springen ins Wasser. Taucht nur, solange ihr könnt. Wenn ihr auftaucht, gebt euch die Wespen eins auf die Nase. So wie ihr es verdient habt. Pass auf. Pass auf. Hörst du mich? Komm, Orko. Um Skeletor brauchen wir uns nicht mehr zu kümmern. Unsere Freunde brauchen uns. Wir kommen schon, He-Man. He-Man, Man-at-Arms. Es tut mir leid, dass meine Wespen euch gestochen haben. Ich werde euch eine Salbe geben, damit die Stiche nicht mehr schmerzen. Wo ist Skeletor? Der schwimmt mit seinen Freunden den Fluss hinunter. Er ist schon weit von uns entfernt und meine Wespen sorgen dafür, dass er nicht zurückkommt. Was ist mit Teela? Wie geht es ihr? Keine Angst, Orko. Mir geht es schon wieder gut. Ich bin in Ordnung. Wartet, ich hole Seile, damit ihr aus dieser Grube klettern könnt. Nicht nötig, pass auf. Jetzt haben wir den Dragonwalker. Damit schaffen wir es allein. Skeletor kann uns nicht mehr daran hindern. He-Man, du und Man-at-Arms vielleicht, aber ich bin Kavalier. Ich hole Teela zu mir herauf. Ich kann sie leicht tragen. Einen Moment nur. Bassoff, der treue Freund, flog in die Grube hinab, nahm Teela auf seine Arme und trug sie nach oben. Dann sah er gelassen zu, wie He-Man und Man-at-Arms sich mit dem Dragonwalker nach oben kämpften.
Der Waffenmeister wollte dieses Fahrzeug auf jeden Fall mit zum Königspalast nehmen. Er hatte selten eine so wichtige Waffe erbeutet. Und sie war ihm besonders wertvoll, weil er sie Skeletor abgenommen hatte.